Wir sind damit in einer Situation, Herr Ministerpräsident, von der Sie noch im April gesagt haben, dass es schließlich nicht das Ziel der Politik sein könne, sich von Lockdown zu Lockdown zu hangeln. Ehrlicherweise sind wir aus dem April-Lockdown gar nicht mehr rausgekommen, den Sie damals wohl meinten. Wir sind immer noch im April im Dauer-Lockdown. Mit anderen Worten, Sie sind bisher, und ich nehme mal an, dass Sie damit ja Ihren Maßstab auch formuliert haben, diesem eigenen Maßstab irgendwie nicht gerecht geworden. Und es ist eben nach wie vor keine Strategie erkennbar, wie man denn eigentlich, wenn man denn hoffentlich aus einem Lockdown wieder rauskommt, es vermeidet, in den nächsten Lockdown zu kommen. Das, was Sie auch persönlich in den letzten Wochen und Monaten geliefert haben, ist eben keine konsistente, nachvollziehbare Linie. Und Nachvollziehbarkeit ist ja mitentscheidend auch für die Akzeptanz bei den Menschen, dass sie wissen, wie wird voraussichtlich so eine Landesregierung damit umgehen. Das ist eben nicht gegeben. Was Sie hingelegt haben, ist ein Schlingerkurs, der eben am Ende viel Vertrauen kostet. Der Schlingerkurs äußert sich auch in anderen Punkten. Sie haben im November, Dezember angekündigt, es gäbe einen Stufenplan, der solle dem Landtag dann im Dezember noch zugeleitet werden, damit wir darüber beraten können. Im Januar war dann davon schon gar nicht mehr die Rede. Und schließlich, meine Damen und Herren, und da bin ich etwas wirklich sprachlos gewesen, als Sie dann am 9.4., also ich will Ihren Politikstil illustrieren, als Sie am 9.4. in einer dpa-Mitteilung damit zitiert werden, dass Stefan Weil nachvollziehbare und zuverlässige Entscheidungen der Politik fordert. Ja, Stefan Weil ist Ministerpräsident. Er ist Mitglied der Ministerpräsidentenkonferenz. Wer, wenn nicht Stefan Weil aus Niedersachsen, gehört denn zu dieser Politik? Was dahinter steckt, ist doch der Versuch einer unlauteren Distanzierung von Fehlentwicklungen, die offenkundig geworden sind. Und wenn es dann alle sehen, dann hat Stefan Weil wieder nichts damit zu tun. Die Modellkommunen sind erledigt. Mit anderen Worten, sie muss die Landesregierung doch sagen, mit dem Gesetz, das wir durchlaufen lassen werden, ist ein zentraler Baustein unserer Politik, die ein Leben mit dem Virus überhaupt ermöglichen soll, gescheitert. Dass sie am Ende nur eine Politik haben, die auf Verboten und Regulierungen des Lebens der Menschen basiert. Darüber hinaus sind sie blank. Und das ist das, was die Leute und was uns so maßlos ärgert, dass man nach über einem Jahr nicht endlich mal andere Lösungen hat, intelligentere Lösungen hat. Aber unsere Lösungen und unsere Forderungen liegen diesbezüglich seit Monaten vor.